Ich bin Nico Filisetti und ich arbeite bei Gameturnier als Eventmanager. Jetzt sind ihr hier in diesem Patek-Kino. Wieso habt ihr das so gewählt? Es ist die gleiche Zielgruppe. Wir reden hier von 18 bis 25, wo wir da Durchschnitt ansprechen. Das ist natürlich auch für das Kino sehr interessant, um die Leute ein bisschen ins Kino zu holen. Und darum ist die Zusammenarbeit zwischen Coca-Cola, Gameturnier und Patek dann entstanden als Location-Partner. Wir haben jetzt knapp 90 Teams hier vor Ort und das ist eigentlich schon sehr gut. Wir haben ja verschiedene Standorte immer in der Schweiz und von dem her ist es eigentlich schon sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem, ja. Wir sind ausgebucht in den ersten 4 Online-Turnieren, das heisst je 128. Heute ist das zweite Offline-Turnier, das stattfindet und ein rund um die 100 Teilnehmer gehabt. Das heisst, bis jetzt eigentlich sehr gut. So Kinoräumlichkeiten bieten sich für so Events an. Vor allem auch für das Kino ist es natürlich eine spannende Kombination vom Kerngeschäft, quasi neue Aktivierungen können anzubieten, entsprechend neue Leute ins Kino zu bringen, auch wenn sie nicht einen Film besuchen. Aber für den Brand bzw. um die Aktivierung vor Ort gewährleisten, ist das sicher eine sehr gute Sache. Ich bin Davide Lopumo, auch bekannt als Deidinho. Ich komme in der Nähe von Basel. Und ja, ich bin professioneller FIFA-Spieler bei Zorig E-Sport. Mache KV-Lehre und ja. Ich bin Luca Boller, ich bin 24 und spiele professionell FIFA für den FC Basel 1893. Professionell, das heisst, du kannst davon leben? Ich kann jetzt seit einem Jahr etwa davon leben, ja, aber ich habe das auch lange, jetzt sagen wir, semi-professionell gemacht, etwa 6-7 Jahre lang. Also ich bin schon lange in dieser Szene, ja. Ja, man muss mental stark sein, man muss alle Taktiken können, man muss auch fußballerische Intelligenz haben. Und ja, Durchhaltevermögen ist auch sehr wichtig. Ich habe selber 10 Jahre Leistungssport gemacht, ich habe 5 Jahre bei FCB gespielt. Und ja, also man kann so viel mitnehmen vom echten Fußball. Hast du nicht als richtiger Fußballer geschafft und hat darum gedacht, ja, wieso nicht als E-Sportler? Wie viel trainierst du pro Tag? Ganz unterschiedlich, wenn ein Turnier über das Turnier ansteht oder nicht. Meistens sind es aber durchschnittlich 2x2 Stunden. Also ich mache immer so 2 Stunden Blöcke und von denen setze ich 2 oder 3 an, also 4 bis 6 Stunden plus minus. Beim FC Basel hat er mit dem Borkener E-Sports ziemlich Bedeutung gewonnen. Kannst du dazu etwas sagen? Genau, das war mir auch persönlich sehr wichtig, als ich das Projekt, also in das Projekt eingestiegen bin. Bin damals reingekommen und habe mehrere Angebot von Fußballvereinen und ich habe einfach beim FC Basel gemerkt, dass die das Projekt sehr ernst nehmen und aber auch sehr professionell agieren und habe mich darum für die entschieden dann schlussendlich. Ist es heute einfacher für den boomenden E-Sports Sponsoren zu finden? Im FIFA oder beziehungsweise für Spiele, die sich nicht auf Shooter beziehen, ist relativ nicht unbedingt sehr einfach, aber es ist einfacher wie für Shooterspiele. Auch für FIFA sind wir jetzt in der Schweiz wirklich auf einem sehr guten Weg, wo sich auch größere Konzerne zum Teil dazu entscheiden, den Schritt in E-Sports zu wagen und dort dann einsteigen. Ja. E-Sports ist sicherlich ein bisschen schwieriger, weil halt die Thematik noch nicht ganz bekannt ist, wie man es gerne hätte. Aber wir haben mit Coca-Cola, Raiffeisen, Adidas oder da Patek als Location-Partner doch sehr gute und ja, gute Partnerschaften können finden. Wie siehst du die Zukunft des E-Sports für dich und auch für allgemeine Entwicklung? Also auf der Welt allgemein ist das eine nicht zu stoppende Entwicklung. Ich hoffe natürlich einfach, dass sie in der Schweiz mehr an Bedeutung noch gönnt. Dass man den Hype, der jetzt ist, wirklich auch ausnutzt und dass das etwas Langfristiges wird und dass das auch gefördert wird und vom Schweizer, wenn man ihn kennt, halt auch als Sport akzeptiert wird.